Und damit hallo zu einem neuen Hundevideo. Lasst euch übrigens von diesem komischen Einstieg, der gleich kommt, nicht irritieren, denn das ist eigentlich die Fortsetzung zu dem Video, was letzte Woche Sonntag erschienen ist. Da das aber so extrem lang geworden wäre, habe ich das mal gesplittet und der Hunde-Content kommt jetzt am Mittwoch separat. Wir gehen jetzt zurück zu Sonntag, zur Baustelle, denn dann haben wir Feierabend gemacht und was mit den Hunden unternommen. Da Daniel und ich uns heute Abend aber einen freien Tag nehmen wollen, machen wir jetzt erstmal an dieser Stelle Schluss, schnappen uns die Hunde und wandern mal eine Runde. Also wir fahren mit einem Bus irgendwo hin, gehen dort essen und wandern dann die Strecke zurück. Das sind wir vor 2 Wochen schon mal mit meinen Eltern gewandert. Wunderschöne Strecke. Und ich würde mal sagen, dann nehmen wir euch mit. Und ich bin halt ein bisschen nervös wegen Bruno, weil der ja noch nie einen Maulkorb aufgehabt hat und ich ihm eigentlich auch keinen umbamseln möchte. Das habe ich nie mit ihm geübt, weil ich dachte, das brauchen wir nie. Aber jetzt ist es so, dass die Strecke für Klausi hin und zurück zu lang wäre. Deswegen wollen wir jetzt die Hälfte der Strecke wenigstens mit dem Bus fahren. Wir gehen jetzt einfach mal zur Bushaltestelle. Der Bus kommt in einer Dreiviertelstunde. Stellen uns mal dahin und gucken mal, was passiert. Aber die Busse sind daher eigentlich immer leer. Ich denke mal, das wird kein Problem sein, dass wir da ohne Maulkorb einsteigen. Und falls doch, ja, müssen wir uns irgendwie was anderes überlegen. Jetzt aber erstmal alles zusammenpacken. Wasser, Getränke, ja, vielleicht noch ein paar Wanderklamotten anziehen. Und dann können wir auch schon los. Wie es hier im Zimmer natürlich weitergeht, das seht ihr nächste Woche Sonntag. Jetzt aber erstmal los. Wir stehen jetzt an der Bushaltestelle und ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist die erste Busfahrt für Bruno. Das haben wir ja wirklich noch nie gemacht. Und ich habe ein bisschen Angst, dass der Busfahrer uns nicht mitnehmen möchte. Oder die Busfahrerin. Bei uns fahren ja im Moment super viele Frauenbusse, was richtig cool ist. Naja, wir schauen mal. Aber wie gesagt, die Busse sind ja immer so leer, es wäre echt ein Ding, wenn sie uns nicht mitnehmen. Und selbst wenn nicht, laufen wir einfach zurück und probieren es in einer Stunde nochmal. Und Bruno merkt immer total, wenn ich ein bisschen aufgeregt bin, das steckt ihn immer mega an. Da ist er ein richtig sensibler Hund. Naja, und Klausi. Der macht einfach das, was wir so machen, ne? Einfach immer mitkommen. Gott, wann sind wir das letzte Mal Bus gefahren? Cottbus den Bus nach zu deinen Eltern. Ja, das stimmt. Aber das ist schon so lange her. Ja, das ist lange her. Ja. Gott. Aber Bruno ist noch nie Bus gefahren. Nee, Bruno ist noch nie. Noch nie Bus gefahren. Und da er Autofahren am Anfang ja so scheiße und mittlerweile so toll findet, mache ich mir ehrlich gesagt wenig Gedanken. Und ein paar Leckerlis habe ich auch in der Tasche für Eventualitäten. Die Busfahrt geht doch nur 10 Minuten. Ist nur 2 Stationen sind es, glaube ich. Naja, warten wir mal. Aber Daniel hat gerade gemeint, er fährt nur an Schultagen und hier ist ja Schule gerade wie? Zweimal in der Woche so, mal Mittwoch, mal Donnerstag, mal Dienstag, mal Freitag. Gucken wir mal. Ja, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Bruno, komm her. Super. Prima, fein was wir da. Klasse. Das ist schon anders als im Auto, ne? Ja. Super. Wir sind richtig stolz auf ihn. Aber Klausi ist auch ein richtig großer, toller, großer Bruder, der ihm das alles richtig gut zeigt. Supi. Einsteigen konnte er auch nicht abwarten. Alles Gute. Ja, natürlich hat sie uns mitgenommen. Ein weiterer Fahrgast war noch im Bus und Bruno hat es wirklich richtig toll gemacht. Sind wir echt stolz nach für die erste Busfahrt. Schon mal gut. Ein bisschen rumgequiekert hat er, so sich ein bisschen beschwert und ja, ein paar Mal aufgestanden und dann habe ich ihn einfach immer wieder ins Platz geschickt, hat er seine Belohnung bekommen und dann hat es wirklich super funktioniert. Aber ich bin trotzdem froh, dass es nur 10 Minuten waren. Ich glaube, eine halbe Stunde wäre ein bisschen anstrengender mit ihm geworden, aber so für den Anfang schon mal toll. Und wir glauben ja eh, dass wir diese Strecke jetzt hier öfter machen. Also hierher mit Bus fahren, essen und dann zurück wandern. Und das sind zurück so um die 6,5 Kilometer. Und das reicht Klausi auf jeden Fall. Na Jungs, Katzen-Action? Katzenalarm. Und ein bisschen Leinen-Chaos hier. Jungs.
Aufregung ist da. Optimaler wäre es natürlich, wenn wir erst hierher gewandert wären, um dann essen zu gehen. Ja, ganz klar, weil die Hunde dann erschöpft sind und sich leichter abhaken. Aber ich habe halt zu sehr Bedenken, dass uns die Busfahrerin oder der Busfahrer dann nicht mehr zurücknimmt wegen der Maulkopfpflicht. Ich weiß gar nicht, wie das in Sachsen-Anhalt ist. In Brandenburg war jedenfalls in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, da ist es, in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, Maulkopfpflicht. Was machen? Sehr lecker, das Essen ist da. Und bei der Anlieferung des Essens hat die kleine Maus hier mal ein bisschen rumrandaliert und die Getränke umgekippt. Aber ich habe echt nicht aufgepasst. Das müssen wir wirklich noch üben, Mäuschen. Nö, das hat alles richtig gut geklappt, außer dass Bruno einmal den Tisch umgeschmissen hat. Aber ansonsten war er sehr artig und Klausi ja sowieso. Und jetzt ist hier ein Haus, das ist so schön. Guckt euch mal an, wie liebevoll das Haus hier gestaltet ist. Total schön mit den Fensterläden. Und auch sonst mit sehr viel Liebe zum Detail. Ja, um die Außenfassade müssen wir uns bei unserem Haus ja auch noch kümmern. Fensterläden wären auf jeden Fall was richtig Cooles, selbst wenn sie nur fake sind. Also das habe ich das letzte Mal schon bestaunt. Sehr, sehr schön. Na komm, Bruno. Ja, den Eingangsbereich haben sie auch so wunderschön gestaltet. Hier ja, mit so einem Fahrrad schön bepflanzt. Irgendwie echt süße Ideen. Und der Grünturm ist echt der Knaller. Echt süß. Bruno, wer kommt da? Jetzt gehen wir noch mal kurz aus dem Dorf raus und dann kannst du zumindest Bruno mal richtig losfetzen. Darauf freust du dich doch schon. Der ist ja immer so ein kleiner Vorrenner. Rennt vor, guckt, was da ist und kommt dann wieder zurück, um zu berichten. Klausi tut sich total schwer, wenn Bruno frei laufen darf. Dann ist natürlich mit Klausi auch schwierig, ne, dass er hier alleine bleiben muss. Aber der kann nicht ab. Der ist halt, der geht dem Wild halt hinterher. Und das können wir hier nicht brauchen. Während der Kandidat, der guckt nur doof. Der guckt nur doof und dreht sich dann um. Und sagt Bescheid, dass er da was gesehen hat. Hat immer so einen Durst. Ach, Babybär. Ja. Und früher hat er immer, als er dann fertig war, den Napf umgekippt. Auch in der Hundeschule. Ne? Er war fertig, Napf umgekippt. Heute macht er die Taktik, ich trinke mal alles aus. Ja, keiner soll was abkriegen. Nee, also weiß ich nicht. Aber so einen Durst hatte der jetzt. Ja. Der Klausi darf gar nichts trinken. Nee. Wie immer. Ja. Na, Klausi? Klausi? Hm? Klausi will nicht. Das ist okay, Bruno. Und da laufe ich hier gerade so lang und was entdecke ich? Eine Pflanze, und zwar die Scabosia, die wir für teures Geld im Baumarkt gekauft haben. Die steht hier einfach mal so rum. Ja, die ist wirklich wunderschön und wuchert bei uns aber echt, Bruno, ein bisschen doller als hier. Bruno, na komm weiter, los geht's. Ja, hier stehen eh richtig viele schöne Pflanzen. Da hinten die Hügel. Ach, es ist hier einfach so wunderschön. Und zwei habe ich schon ausgebuddelt und habe ich Daniel mal eingewickelt in ein feuchtes Tuch hinten auf den Rücken geschnallt. Gucken wir mal, ob wir die lebend nach Hause bekommen. Wäre cool, weil die sind echt auch hübsch. Wir probieren.
schön. Wir laufen jetzt hier auch bestimmt 4 Kilometer im Tal lang. Und rechts und links türmen sich die Hügel hoch. Und ganz am Ende müssen wir noch einen kleinen Anstieg machen, aber der ist echt überschaubar. Vielleicht so 1 Kilometer hoch und das nicht allzu steil. Und da können wir uns dann auch wieder richtig gut aus. Und einen Rundweg haben wir hier schon mal gemacht, das waren dann 13 Kilometer. Und da haben wir halt dann schon gemerkt, dass Klausi ab 10 Kilometern nicht mehr richtig mitmacht. Der fängt dann an zu zittern. Naja, Klausi ist jetzt 11 Jahre alt und zeigt deutlich, wie weit es für ihn noch geht. Deswegen haben wir jetzt entschieden, wir machen mit, wenn er mitkommt, immer nur die halbe Strecke. Und dann kann er auch ein bisschen laufen und das auch genießen. Und wir gehen mit ihm nicht immer so ans Limit. Und apropos Limit, ich muss ja auch immer noch ein bisschen fit werden nach meiner Lungenentzündung. Also so richtig auf 100% bin ich noch nicht. Aber das ist wirklich so das Letzte, was jetzt noch übrig geblieben ist von meiner Krankheit, dass ich halt an meiner Kondition arbeiten muss. Aber was, glaube ich, auch ganz klar ist, wie viele Wochen habe ich rumgelegen? Ich glaube 3 Wochen komplett am Stück. Also bis auf Toilette gehen oder was zu essen holen, bis da nicht viel passiert. Und das kann man einfach nicht in 2, 3 Wochen kompensieren. Und deswegen machen wir einfach Schritt für Schritt, so wie ich schaffe. Und ja, ich bin im Moment auf dem gleichen Fitnesslevel von Klaus. Was nicht so dolle ist. Bruno macht das alles natürlich gar nichts aus. Der läuft hier fröhlich vor und zurück und hin und her. Aber wenn wir dann zu Hause sind, dann schläft er auch gut. Na, du kleiner Entdecker. Entdeckst du alles schön hier? Schön. Ja, und deswegen lassen wir Klausi hier auch an der Leine. Also zum einen, weil er halt gerne jagt und hier halt schon Wald rechts und links ist. Und zum anderen, damit er nicht noch unnötige Strecke macht. Ach, schön, sieht das herrlich aus. Ist das der Hügel, über den wir dann rüber müssen? Ja, dahinter irgendwo, ne? An dem Hügel gehen wir lang. Da gehen ja? wir hoch. Da, vor dem Hügel gehen wir hoch. Ah, okay. Wir müssen eigentlich, also wenn wir abkürzen wollten, müssen wir über den hier quer rüber. Ja. Aber da ist ja kein Weg. Nee. Ja, cool. Gibt es Leute, die möchten nicht quer durch die Wiese gehen? Nein, ich möchte nicht quer über die Wiese gehen. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Angebot. Ach Quatsch, das ist viel zu anstrengend. Das hat Daniel schon richtig erkannt, dass ich das nicht möchte. Er kam immer auch auf die glorreichen Ideen, quer durchs Feld zu latschen. Dann standen wir irgendwann mitten im Feld und diese Treckerspur hatte aufgehört. Deswegen bin ich jetzt immer so, wir laufen bitte Wege und nicht mehr querfeldein hier irgendwo lang. Und die Strecke sieht wirklich nicht so aus, als wäre die sehr gängig. Also, ne, was soll das hier? Schlägt man sich ja erstmal durchs Gebüsch und läuft dann quer rüber. Aber eine Abkürzung wäre das wirklich. Aber ich meine, bei 6,5 Kilometern müssen wir jetzt auch keine Abkürzung gehen. Das geht schon alles. Ne? Und Bruno bleibt jetzt auch immer näher bei uns. Vielleicht ist er ja doch ein kleines bisschen erschöpft. Ich meine, die hatten ja heute schon ein bisschen Programm zu Hause. Frühmorgens, also nee, Quatsch, gegen Mittag sind wir eine relativ kleine Runde gegangen. Obwohl, so klein war die auch nicht. Und dann waren sie halt, während wir gestrichen haben, den ganzen Tag auf dem Hof. Und da schlafen sie ja auch nicht richtig, da gucken sie ja auch viel. Heute, die steht hier wirklich überall in Massen. Also das hätte auch niemandem wehgetan, wenn wir hier 2 Pflanzen ausgebuddelt hätten. Wir haben für eine so eine Pflanze 4 Euro bezahlt oder so. Und haben, boah, wie viel haben wir gekauft? 5 oder so, weil die uns so gut gefallen haben. Ja, aber wirklich schön, dass die hier einfach so wild rumstehen. Tja, wer hätte das gedacht? Hallo, Knötchen, Schnudnudel, Hallöchen. Ach, dir macht das so einen Spaß, ne? Naja, das ist echt Brunos Welt hier rumrammeln. Das fandst du schon als 8 Wochen alter Welpe, fandest du das mega, mega klasse, ne? Da ist er schon gerannt, wie ein kleiner Rennweltmeister. Hm? Mäusibär. Na los, weiter geht's. Jupp. Ne, macht er super. Wie gesagt, seitdem wir hier wohnen, hat er sich eh nochmal richtig gut entwickelt. Auch so das an Klausi rumgerammeln, nenne ich es mal, hat auch fast komplett aufgehört. Manchmal überkommt es ihn noch so und dann rennt er wie so ein Irrer auf Klausi zu und springt einmal an ihn ran, aber das war es dann auch schon. Und er reagiert super auf kleine Ermahnungen schon und lässt das dann bleiben. Ich bin immer noch auf der Suche, weil das fehlt uns wirklich so ein bisschen, nach so einem Hundekumpel für Bruno, wo er mal ein bisschen zocken kann, ein bisschen rumpeln kann, ein bisschen rennen kann. Müsste aber dann schon ein Hund sein, der, naja, so spielt wie ein Labrador, ne? Die spielen ja schon sehr körperlich. Eine Chance hätte ich noch im Dorf, die anderen waren alle nicht so richtig was für Bruno. Das ist auch ein blonder Labi.
Und vielleicht kriege ich die ja mal überredet, dass wir zusammen eine Runde drehen. Sie hatte auch schon gesagt, dass sie da Lust drauf hätte. Und ihrer ist wohl auch ein ganz angenehmer, cooler Typ. Und das könnte schon was sein, weil die Labbys spielen schon manchmal echt so grob. Das war schon in der Welpenschule so, dass wir da ja nicht so gern gesehen waren. Und dass ja die Trainerin auch meinte, ich soll mal darauf achten, dass der nicht so wild spielt. Ja, mach das mal. Und irgendwann sind wir dann auch wirklich aus der Hundeschule rausgeflogen. Also aus der Welpenschule, da war Bruno, glaube ich, 12 Wochen alt oder so. Und da kamen halt kleine Chihuahua-Welpen von 8 Wochen nach in die Gruppe. Und da habe ich dann auch einen gesehen. Ja, also vielleicht sollte ein 12 Wochen alter Labrador-Welpe, der ziemlich wild ist, nicht mit einem 8 Wochen alten Chihuahua-Welpen spielen. Also sie hat uns dann gebeten, dass wir einfach in die Junghundgruppe schon mal gehen mit Bruno. Auch wenn er da in dem Alter noch nicht so weit war. Aber das hat auf jeden Fall auch richtig gut funktioniert und da waren wir dann gerne gesehen. Und Bruno konnte sich da auch gut durchsetzen. Jetzt sind sie ja schon so weit abgehauen. Aber guckt euch das an, wie wunderschön das hier ist. Ach, und das ist echt um die Ecke. Und wir sind hier einfach mal einen anderen Weg gegangen als sonst. Und dann kommt man hier bei sowas raus. Das ist wirklich herrlich. Und wenn ich mir so manchmal die Wanderkarten hier angucke, dann gibt es noch so viele unentdeckte Wege, die wir alle noch gehen können. Ah, ja. Ja, dann geht es jetzt links lang und den Hügel hoch und einmal darüber und dann sind wir auch schon fast da. Ja, 6,5 Kilometer sind wirklich nicht weit, aber Klausi zuliebe. Ja, ist doof, ne? Doppelt so viel ist zu viel für ihn und halb so viel ist echt ein bisschen wenig. Naja. Der hat schon seine 1000 Schritte gemacht, 10.000 Schritte. Da muss man ja mal 4 rechnen. Klausi. Oder mal 2. Bruno mal 4. Klausi mal 1,5. Nein, die haben nur 4 Pfoten. Ach die machen Gott. Doch. Wir schrauben uns gerade die Steigung hoch. Aber wir sind gleich oben am Forsthaus, das kennt ihr ja schon. Und dann geht es nur noch einen Kilometer bergab bis zu uns ins Dorf. War auf jeden Fall ein schöner Ausflug, aber eher so ein entspannter Spaziergang, als statt wirklich wandern zu gehen. Aber ist auch mal schön. Muss man ja auch nicht immer 95.000 Kilometer latschen. Ja, dann gibt es Futter für die Hunde. Und wir setzen uns an die Feuertonne, vielleicht mit einem Glas Sekt oder so. Und lassen den Abend ausklingen. Ja, da sind zwei aber ganz forsch Richtung nach Hause unterwegs. Wir sind auch wieder beim Ausgangspunkt. Da vorne ist die Bushaltestelle angekommen. Ist krass, dass die Kirschen schon reif sind. Ich dachte ehrlich gesagt, das ist eher so ein Spätsommer-Ding. Aber irgendwie ja. Anfang Sommer. Muss ich morgen nochmal herkommen. Daniel ist jetzt schon weitergegangen. Dem bringe ich mal ein paar Kirschlein. Ach, Daniel will nicht. Na dann, alle für mich. Ach so, ich steck dir einen im Mund. Aber ob meine Hände viel sauberer sind, komm her. Dann brauche ich Daniels Hände stinken. Ja. Mal füttern. Klausi hat sich in irgendwas Ekligem gewälzt. Ja, komm. Guck mal, wir haben unsere Wiese gemacht. Mega, unsere Wiese da hinten ist gemäht. Darauf warten wir schon seit Ewigkeiten. Dann können wir da wieder spazieren, gehen den Hügel hoch und dann da hinten rum. Das ist so ein richtig schöner Rundweg. Da stand das Gras halt jetzt gerade kniehoch. Ja, super. Da freue ich mich schon drauf. Ach, angefangen zu mähen. Da sieht man es, da geht es so rum. Aber dann machen sie morgen da oben auf jeden Fall weiter. Super cool. Naja, jetzt sind es halt die letzten Meter. Dann melden wir uns von zu Hause nochmal. Tierfütterung und Ludmilla hat natürlich zu Hause aufgepasst, dass hier nichts passiert, stimmt's? Und du hast auch schon bekommen. Ja, die Ludmilla ist immer noch unser Goldschatz hier. Die war mal 2 Tage weg. Was weiß ich, wo die sich rumgetrieben hat. Und wir haben uns so mega Sorgen gemacht. Die hat schon wieder Würmer. Und das ganze Dorf.
durchsucht. Echt schon wieder Würmer. Na, dann kriegt sie jetzt wieder eine Wurmkur. Das muss man bei draußen Katzen auch ständig machen. Hm? Und ja. Wir lassen jetzt den Abend in unserem Garten ausklingen. Daniel bereitet da schon mal die Feuertonne vor. Ich will auf jeden Fall noch mal ein Video machen, wo ich euch genau zeige, wie weit, wie lang und wie oft wir in einer Woche mit unseren Hunden Gassi gehen. Also, wenn ihr dazu spezielle Fragen habt, könnt ihr die jetzt mal unten in die Kommentare schreiben. Dann kann ich die in diesem Video mit aufnehmen. Und ansonsten kommen jetzt wahrscheinlich noch ein paar schöne Outtakes oder auch nicht. Gucken wir mal. Und dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Und die Baustelle im Hintergrund. Der Schutthaufen muss immer im Hintergrund sein. Darüber, da regt sich Daniel immer ganz toll auf. Also eine schöne Kulisse und dann mit dem Schutthaufen im Hintergrund. So muss das hier sein.